Marienacker gegeben. Davon haben wir auch unser Wappen. Sehr schön. Und ebenso gab es hier ein aus Stockholm. Wir haben uns hier versammelt, weil wir die Tafel von Stockholm heute eingeweiht haben. Die Tafel ist eine Idee der Heimatfreunde Stockholm, um der breiten Öffentlichkeit hier zu zeigen, was ist Stockholm, welche Gebäude gibt es hier und welche Historie haben wir. Hat er hier also sein Unwesen getrieben, das war so ganz schlimm. Auf der Tafel sind also die historischen Gebäude von Stockholm, die Schule, die Neukirchener Mission, die drei Kartstellen, die auf das Kloster Marienacker von 1647 zurückgehen, die Wildgenkarte, die Klosterkarte und die Kapellenkarte. Dann haben wir noch als historische Gebäude die Mühle, die im 1920 ihren Betrieb aufgenommen hat. Und damit endete auch damals die Geschichte der Windmühle in Förde, die an der Ecke Mühlenstraße, Frankfurter Straße gestanden hat. Auf der anderen Seite ist die Molkerei, die vor circa 20 Jahren ihren Dienst eingestellt hat. Und zum Schluss haben wir dort auch noch den Neukittershof, der sogenannte Pootshof, der auf 1003 zurückgeht. Ja, meine Damen und Herren, die Stiftung, die Lydian-Teils-Rüff-Stiftung, hat die Stockholmer Heimatfreunde bei der Aufstellung dieses Schaukastens finanziell unterstützt. Als wir uns hier mit Christoph Noack, der Enkel des ehemaligen Bürgermeisters Küttemann, unterhalten haben, kam dann die Idee von Christoph, uns eine Fahne zu schenken, damit die Stockholmer bei Festivitäten oder Anlässen diese Fahne aufhängen können.